So, wir haben doch keine Zeit. Also wir haben schon Zeit, aber der Coach hat keine Zeit. Nach diesem 76-84 freue ich mich, dass Sie trotzdem beide da sind. Phoenix Head Coach Chris Harris und mit einem warmen Applaus bitte auch Jena Head Coach Björn Harmsen. Schön, dass du da bist. Ich gebe dir dieses. Und weil Jena nicht ganz direkt um die Ecke ist und die Jungs noch... Ja, ja, ich mach das gleich. Für deinen Pressesprecher muss ich das aufnehmen. Ich weiß, ja, ja, das ist, Tom hat schon geschrieben. Immer andere arbeiten. Ja, ja, natürlich. So sind die Pressesprecher von anderen Clubs. Nur hier wird noch hart gearbeitet. Coach, ich habe mit Chris vor dem Spiel auch über euer Pokalspiel gegen Braunschweig gesprochen. Und er sagte, ja, oder wir haben festgestellt, Jena ist gegen dich, Coach, und ist immer so ein bisschen Schachspiel. Und Robin Loddans sagte mir, ey, wir haben irgendwie in diesem Pokalspiel zu viel Schachspielen wollen, wir waren völlig drüber. Und Chris sagte, ey, wir kommen Jena heute mit Druck. Wie viel Druck hast du heute in dieser Halle gespürt? Ach ja, hallo erstmal von mir. Wenn du natürlich Spieler hast, die jetzt auch wie Robin Christen nach Jena kommen, Chris Carter aus der ersten Liga, jetzt mit Raymer morgen, sind die Erwartungen natürlich auch relativ hoch. Ne? Und Spieler sind ja auch nur Menschen. Und da entsteht natürlich Druck, den sie sich vor allen Dingen selber machen. Und wir haben ein sehr schlechtes Pokalspiel gemacht. Wir haben einfach viel zu viele Fehler gemacht. Ja, und wollten heute anders auftreten, haben, glaube ich, auch sehr guten Start gehabt. Waren da sehr fokussiert und sehr diszipliniert mit den Sachen, die wir da tun wollten gegen die Hagener Intensität. So. Eine letzte Frage, bevor wir dich gehen lassen, Coach. Wir haben heute einen, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber in seinen End-30ern Ex-Liga-MVP von 2017, Raymer Morgan, gesehen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit vielen Leuten vor dem Spiel gesprochen habe und alle sagten mir, oh, wir können froh sein, dass wir Jena jetzt spielen und nicht irgendwie in 2, 3, 4 Monaten, wenn der Typ wieder anfängt, irgendwie, naja, Basketball zu spielen und richtig in Form zu sein. Wie viel Prozent haben wir heute von dem gesehen und auf was dürfen wir uns dann beim Rückspiel freuen? Ja, also wir haben ja Raymer als letzten Spieler geholt. Wir wollten das lange offen halten und für uns bestmöglichen Spieler holen. Wir haben erstmal ein bisschen geguckt, was die Mannschaft noch braucht. Da hat sich das mit Raymer aufgetan. Der hat ja quasi aufgehört zu spielen. Wir waren in der Türkei und dann saß er zu Hause rum, hat gemerkt, es fehlt mir doch. Und hat dann jetzt im Sommer so eine kanadische Liga gespielt mit 20 Spielen. Aber die ist natürlich nicht von der Intensität so wie jetzt bei uns Pro A. Und wir haben jetzt einen ganz klaren Plan mit ihm, dass er für Woche seinen Körper und seine Schwächen da stabilisiert. Nicht so intensiv trainiert, mit viel Wechseln trainiert und dann quasi Woche für Woche auch immer 1, 2 Minuten mehr gehen kann und dann hoffentlich so Richtung Weihnachten auch auf einem guten Level ist. Trotzdem ist am Ende immer alles möglich. Spielt Basketball 5-5, also ich glaube grundsätzlich, wenn man Intensität und Leidenschaft aufs Spielfeld bringt, egal in welchem Alter, ist das, glaube ich, das Entscheidende. Vielen Dank. Ansonsten, wir werden uns regelmäßig Updates holen. Wir haben ja 3 Maulwürfe bei euch und dann sehen wir euch in der Rückrunde wieder. Vielen Dank, Coach, und euch eine gute Heimreise. Björn Harmsen. Schönen Abend. Vielen Dank. Wir wollten über Druck kommen. Hat dir der Druck abseits vom Ergebnis so gefallen und hat es teilweise zumindest den Effekt gehabt, den du sehen wolltest? Also vorneweg, Coach Harmsen ist noch hier, Coach, Gratulation von uns aus, toll gespielt, die Mannschaft war wirklich gut heute, ja, einen tollen Start, die haben uns ein bisschen überrascht mit dem Druck, den sie ausgeübt haben, wir waren diese Druck nicht stand, ja, und ich fand, ja, Björn hat das gerade sehr schön beschrieben, wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich durch den Druck, die aus deren Systeme ausnehmen können, und genau das erzeugt, was wir wollten. Dann haben sie improvisiert und haben den Kleinen einfach in ganz Feld attackieren lassen. Auch dafür hatten wir ein Mittel, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir gecheckt haben, was sie denn unbedingt wollten. Und später waren wir einfach nicht in der Lage, die im Low-Post irgendwie aufzuhalten oder oft genug zum Fehlwurf zu erzwingen. Und dann haben sie sogar in der Schlussphase ein paar Offensiv-Rebounds geholt und da mit der Sicherheit in Inside-Scoring dann auch ein paar Dreier getroffen. Ich werfe mir auch ein paar Dinge vor. Ich habe ein richtig dummes Play-Call gehabt, wo wir nicht die Personnel auf dem Feld dafür gehabt. Und das war wichtig. Und ich habe auch den Carey ausgewechselt kurz vor ungefähr 4 Minuten noch zu spielen. Er war ganz am Ende, er hat nichts mehr. Aber
trotzdem, vielleicht, wenn er noch eine oder zwei Minuten gespielt hätten, hätten wir nicht einen 6-0-Lauf kassiert. Und wir waren 5 vorne, dann waren wir 1 hinten, musste ich einen Offside nehmen. Also einige Fehler noch bei mir, wo ich dann noch ein bisschen eingerüstet bin. Ein paar Dinge, die ich mir vorwerfe. Aber trotzdem, Jena war wirklich sehr stark und man darf die nicht unterschätzen, was für Geld sie in ihren Kader stecken und was für Ambitionen sie haben. Und wir waren wirklich auf Augenhöhe über das ganze Spiel. Also deswegen, wir brauchen uns von keinem verstecken, aber wir müssen auch anerkennen, wenn sie ein tolles Spiel gemacht haben. Und man muss aber auch sagen, Sin hat nun mal auch 30 Minuten gespielt. Also da dann zu gucken, wo man ihm mal eine kleine Pause geben kann, ist natürlich alles andere als einfach. Eine letzte Frage, bevor wir euch zurück ans Essen lassen und den Coach dann dementsprechend auch. Trotzdem, was macht ihr oder was hat dir heute Mut gemacht, wo du sagst, okay, damit kriegen wir Kirchheim nächste Woche zu Hause? Also das, was ich von Kirchheim gesehen habe, ist, und das, was ich aus der Playoff-Serie vom letzten Jahr erinnere, boah, das wird auch eine harte Nuss. Also ich glaube, das ist auch kein Spiel zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat jetzt 4, 5 Niederlage, auch mit der Vorbereitung so inklusiv, hinter sich, aber die wirken gar nicht, als würde das denen überhaupt beeinflussen. Ne? Also die waren heute vielleicht nicht abgezockt genug, aber die sind geschlossen, das ist eine Einheit, die kämpfen füreinander, die lassen keinen Fremder in ihren Bereich. Also das ist, ich sehe ganz schön viel, was mich Mut macht bei dem Team und wovon wir denn, glaube ich, ausgehen können, dass es auch mit Niederlagen eine tolle Saison sein wird und dass wir dann auch in April und Mai wichtige und gute Spieler hier sehen werden, was absolut unser Ziel ist. So, diese Mannschaft macht mir Mut, die inspiriert mich. Ich habe unfassbar viel Spaß mit denen, aber wir sind ganz am Anfang unser Prozess und müssen uns noch finden und müssen einfach uns kennenlernen und die richtige Entscheidung treffen in die Schlussphasen. So sieht's aus. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen diese 76-84. Wir machen das klein. Ich fresse es jetzt nicht auf, sonst habe ich morgen wieder Magen. Wir lassen das hinter uns. Wir gucken voraus und dann treffen wir uns nächste Woche Samstag am 28. um 19 Uhr wieder. Und dann holen wir uns diesen ersten Saisonsieg. Euch noch einen schönen Abend. Danke, Vielen Coach. Vielen Dank an euch. Vielen Dank.